Hallo und willkommen zurück zu WoW The War Within mit den guten Flugstrecken und Sira. Hallo. Was? Etwas rührt sich unter der Oberfläche. Keine Ahnung was, ich habe meine Eltern nicht an. Ich weiß nicht, was es ist. Ich auch nicht. Oh Jesus, oh Jesus, oh Gott, ich hab Angst. Hm? Oh Gott, das will. Was? Hallo, jetzt fließt doch mal nach oben. Ich habe ja erstmal vier Ringe, wo ich erstmal steil nach oben muss. Ach du Scheiße. Das wird lustig. Pupsecke, an so einem Pixel hängen geblieben. Blöd. Alter! Okay. 57 von 62 Sekunden! Oha! Jetzt bin ich im Baum hängen geblieben, really? Really? Seriously? Ich will wenigstens mal ankommen! Seriously? Ah. Ui, Button Speed. Button Speed. Oh nein, jetzt juckt meine Nase. Ah. Ah. Oh Gott. Ich kann jetzt nicht kratzen. Ich bin im Baum hängen geblieben. Ich kann kratzen. Ja. Gib doch Gummi, wenn ich drück. Ich glaube, langsam geht meine Tastatur kaputt. Silber. Ach, Menno. Oh toll, mal wieder 0,1, weißt du? Yeah. Und dann auch wieder an. Same old feeling. So, Baum, diesmal juckt meine Nase nicht, danke. Oh nein, ich hab schon wieder einen scheiß Drachen. Und schon wieder dieser Scheißbusch. Oh Gott, ey. Ja. Fließ doch. Wie oft soll ich denn drücken? Für der Gold. Ja. Und ich krieg das doch nicht mal abgeschlossen. Mir ist die Strecke nicht. Also mach schon. Männisch. Ja, was? Beat? Beat! A lot of speed! Jetzt ist mein Speed weg, weil ich einen Stachel mitgenommen habe. Aber ist egal, weil ich bin so schnell, das ist auf normal völlig egal, weil ich habe 58 von 65. Wow.
diese Stelle hier. Ja! Die Inseln sind erwacht. So, eine noch. Ach Mist, ich habe ein Ding vergessen. Fertig! Nice! Wo bist du da? Nein, da! Danke. Was? Wo bist du da? Nein, da! Ja, ich habe mal auf den Hüter gedrückt. So! Auf zur Quest! Achso, das ist Dungeons. Die letzte Flugstrecke. Kommt, ja, war sie. Sich die Lampen anzünden. Was war sie? Die letzte Flugstrecke. Ja. Die haben ja den Erfolg gekriegt. Ah, sammeln auf der Morgenbringer. Ach so, das Schiff heißt so, wa? Ich freue mich, euch an unserer Seite zu sehen. Ohne unsere Flugschiffe stehen die Aussichten schlecht, dass wir die Neruba noch lange, aufhalten können. So. Ganz zu schweigen vom Schutz unserer Dockarbeiter, die ich bereits unter Deck in Sicherheit begeben haben. Ich kann toll lesen. Also kümmern wir uns um die Verteidigung. Seid stark. Oi, oi. Wenn wir die Neruba aufhalten wollen, müssen wir uns ihre Belagerungswaffen vornehmen. Rings um Tenias Aufstieg gibt es Fässer mit Schwarzpulver, mit denen wir unsere Schiffe für den Kampf rüsten können. Da die Neruba diese Schiffe festgesetzt haben, sollten wir das Pulver einsetzen. Sammelt einige Fässer und bringt sie zu den Belagerungswaffen der Neruba. Ergebt euch nicht der Furcht. Die Neruba. Wir müssen uns der Finsternis stellen. Nur für die Augen, für ihre Augen. Seit unserer Ankunft kämpfen wir gegen die Neruba. Schon lange sind ihre Angriffe nicht mehr so intensiv gewesen. Die Luftschiff-Docks sind ganz klar eins ihrer Ziele. Doch haben sie noch andere? Gibt es ein größeres Ziel? Die Neruba haben Schattenwerfer mit Befehlen ihrer Königin dabei. Wir müssen alles über ihre Pläne und Vorhaben erfahren und am besten wird uns da gelingen, wenn wir einige dieser Schattenwerfer beschaffen. Wir Chiron, der Dämmerton leuchtet einfallen. Wenn Belle da wechselt. Ja, das solltest du. Eure neuen Freunde können das Volk beschützen. Wir. Irgendwie habe ich das Gefühl, du bist sehr leise geworden. Okay, warte, ich setze dich da dran. Ich muss WoW besser? Noch, sag nochmal was. Besser, besser, besser. Ja, klingt schon besser. Gut. Nicht dein Ernst spielen. Tschüss. Mein Gott, habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt hier. Sowas. Oh, diesmal kann ich auch wieder reloggen. Geil. Ist ja mal was ganz Neues. Ja, immerhin, das gibt's ja nicht. Mann.
Da war mal wieder ein Pixel im Weg. Entgeht mir nicht. Hallo, bin wieder da. Na heiß. Das ging ja schnell, oder? Ihr entgeht mir nicht. Wo ist das? Ganz direkt unter uns? Ja. Ach komm, jetzt flieh ich doch runter. Der da? Da, noch weiter unten. Das ging ja. Da. Hallo, X-Lob. X-Lob. Gibt's auch ein Y-Ohr? Ach, meine Latenz zieht gerade wieder hoch. Ich glaube, das Spiel will heute nicht, dass wir aufnehmen. Ich glaube auch. Du. Ho, Nase. Schon wieder? Ja, komm. Jetzt sagt doch. Weil da Vision des Kaisers. Noch nie, ich fahre auf der Höhe, obwohl, ja, da war auch einer gewesen. Hallo. Hallo. Okay. Oh, die Alte ist hier irgendwo. Welche Alte? Ja, das ist gerade die Königin aus dem Raid hier, die wo gerade labert. Oh, hier hinten ist auch ein Dungeon. Nice. Ein Dungeon. Oh mein Gott, wie schnell du schon wieder. Ich warte oben auf dir. Jo, muss noch ein paar Fässer grapschen. Ah ne, warte, da unten ist noch die Belagerungswaffe zerstört. Oh nö, jetzt sind wir schon hier. Platzier doch mal schneller, Jungens. Oh nee, das ist eine Plümsche. Das ist keine Belagerungswaffe. Dankeschön, ciao. Ja, komm, fliesch. Schön, dass du die Quest so im Alleingang gemacht hast. Jetzt hänge ich hier und mache das alleine. Okay. Auch gut. Egal, du bist halt schnell. Ich bin kein Druide, der sich einfach hinpflanzt und sein Glück hat. Ich bin halt Druide, der alles im Flug machen kann. Jetzt kann der Alter auch nicht wegfliegen, weil er eins aufs Maul gekriegt hat. Wie er sich einfach vorbeisneaken wollte, Alter.
War wohl leider nichts. Ich helfe, wenn ich kann. Anduin! Ups, ich hab einfach... Was? Wieder weggedrückt. Endkrieg, Aufstieg, mehr Fragen als Antworten. Aber zumindest wissen wir mehr als vorher. Wir haben so viele verloren. Könnt ihr dir die Belagerungswaffen... Belagerungswaffen. Nachdem diese Belagerungswaffen zerstört sind, sieht es für uns schon viel besser aus. Feyrin hat sich bereits zusammen mit dem großen Kyron aufgemacht, um das Licht des Dämmerturms zu entzünden. Sie hat uns gebeten, sich dort zu treffen. Ich höre einen strahlenden Gesang. Die Neruva scheinen alle Befehle von dieser Belagerungsfürstin südlich von hier zu empfangen. Wenn wir sie besiegen, können wir bei diesem Angriff vielleicht das Blatt wenden. Ohne Führung, die den Angriff koordiniert, können die Arati die Neruva zurückdrängen. Besonders, wenn Feyrin den Dämmerturm zünden kann, von dem sie gesprochen hat. Je länger wir zögern, desto größer der Schaden an den Luftschiffen der Arati. Schnell, los, schnell. Schnelle! Chanel! Gut, euch zu sehen, Champion. Wem hier vor der aus seinem Loch gekrochen kam. Ich erblicke diese Arati und sehe meinen Sohn. Ich werde jeden Neruba erschlagen, um alle zu beschützen. Ja, toll. Jetzt toll gemacht, Aleria. Dumme Nudel. Werde ich gebraucht? Jetzt, wo die Anführer... Was? Jetzt, wo die Anführerin der Neruva besiegt wurde, können wir die Verteidigung vermutlich den Arati überlassen. Ihr habt heute viele Leben gerettet. So. Ich habe in meinem Leben schon richtig viel gerettet. Solltet ihr nicht den Dornogal bleiben? Ich hörte viel über die Arati. Feyrin ist losgezogen, um den Dämmerturm zu entfachen. Sie sagte, er würde das Licht der heiligen Flamme über Heilsturz scheinen lassen. Kyron ist ebenfalls dort. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Leuchtfeuer heller als ihr Stern Belinda scheinen könnte. Aber ich bin drauf gespannt, diesen neuen Ausdruck des Lichts zu sehen. Trefft mich am Dämmerturm und wir können uns ansehen, wie die heilige Flamme der Arati dabei hilft, meine lang verlorenen Cousins zu beschützen. Wird man mir vergeben? So heil. Da ist auch ein Schatz. Irgendwo. Ach, wahrscheinlich ganz da oben. Oder auch nicht. Da. Irgendwo hier. Ja. Vielleicht kommen die auch erst. Ach, da drin! Da drin. Sorry, jetzt aber. Ein riesiger Brocken. Was denn? Achso, du musst wieder runter. Brich den Saphir auf. Ach, das ist für Juwelenschleifer. Ah, ich verstehe. Sind eigentlich meine Federn schön kuschelig? Ja. Das freut mich. Frisch gebadet. Ist das so? Ja. Ich werde es stets versuchen. Ich bin bereit. Feyrin sagt, dass diese Dämmertürme mit der Unterstützung der Lampenanzünder die Arati für jede raufziehende Dunkelheit wappnen. Fühlt ihr euch gewappnet? Ja, ich bin bereit. Ich höre einen strahlenden Gesang. Ich bin gespannt. Das sind aber große Lampenanzünder. Okay. Was? Was passiert hier? Das ist Belinda, unser Stern. Er wechselt zwischen Licht
und dem hier. Die Dämmertürme halten die Finsternis mit der heiligen Flamme fern. Doch das Licht kehrt stets zurück. Das ist wohl die Dunkelheit für den Rare. Die Sterne werden verschlungen. Und sie entzünden eine Kerze. Ihr wisst, wie das ausgeht, Aleria. Unausweichlich verschlingt die Leere alles. Zeigt euch, ihr Monster! Ihr wisst doch, wo ich bin. Ja, eigentlich. Wenn wir Glück haben, um 10. Wir sind das Licht in der Dunkelheit. Gerade zur rechten Zeit. Belledas Licht ist für den Moment erloschen, aber jetzt haben wir unsere eigene Lichtquelle, um der Dunkelheit Einhalt zu gebieten. Ein Leuchtfeuer in der Finsternis. Die Arati von Eilstoß. Die Dunkelheit ist über uns hereingebrochen. Keine Zeit zum Ausruhen. Ferin lächelt euch müde an, aber sie hat ein Leuchten in den Augen. Das Licht des Tunnels, des Turms für die größten Gefahren in der Dunkelheit fernhalten. Es ist meine Pflicht als Lampenanzünderin dafür zu sorgen, dass keines der Lichter je ausgeht. Lorels Kreuzung ist der nächste Halt auf meiner Patrouille durch die Luft. Ich würde es begrüßen, wenn ihr und Anduin mich begleitet. Zu unser aller Wohl. Ein Licht am Ende des Tunnels. Diese Finsternis. Ein Tunnel am Ende des Lichts. Wie lange hält sie an? Manchmal nur Augenblicke. Manchmal ich hätte so ein Ding gern als Mount. Bei der ersten Wandlung verloren wir so viele. Wäre schon wir cool. Wir reisen durch die Luft. Monster. Diese ständige Bedrohung durch Schatten. Wie haltet ihr das aus? Nachts wird die Schattensperrstunde ausgerufen. Alle gehen nach Hause. In Sicherheit. Okay. Angriff! Attacke! Schießen! Attacke! Oh, das war's schon? Okay. Ich treff nix. Okay. Gute Arbeit. Ihr würdet gut zu uns Lampenanzündern passen. Und schon wieder Action! Desto mehr schwindet ihr gleich. Kacke! Sie wenden sich dem Flüstern der Dunkelheit zu. Achtung! Dort kommen mehr von ihnen! Es ist kein Behemoth! Das ist ein Kraken! Ein Behemoth! Schnell! Schaltet ihn aus! Glück gehabt! Das war ein kleiner. Große können ein Kriegsschiff vernichten. Wir müssen an unserem Glauben an die heilige Flamme festhalten. Und aneinander, wenn wir Erfolg haben wollen. Die heilige Flamme soll euren Weg erleuchten. Ach, Bad, was ist denn los? Was bin ich müde? Bleibt wachsam. Ferin, der Flamme sei Dank. Kobis überfallen Sinas Sehnsucht. Die Armee ist schon dort, aber... Lauf, Anduin, lauf! Genug gesagt. Unsere neuen Verbündeten und ich werden helfen. Geht sofort in Deckung. Ja, ja. Wir haben Berichte über einen Haufen Kobis? Kobis? Was ist ein Kobis? Erhalten. Die sich... Stimme oder Währung. Wie andere jetzt sagen würden. Kobis? Kobis? Kobüs. Kobüs. Nein, Kobis. Es gibt Befürchtungen, dass sie die kleineren Küstendörfer angreifen wollen, sobald sie die Gelegenheit dazu haben. Es gibt eine saftige Belohnung für jeden, der in Erdstutz eindringt und vereitelt, was auch immer sie vorhaben. Neue Tiefen. Ja, hey. Was? Arati-Hühnchen. Da ist ein Haustier. Hier ist eine Quest. Oh, ich sehe gerade nichts mehr auf der Minimap.
Udusheim? Im Haus. Ach, im Haus. Yeah, guck mal, ran da auf den Meter, du. Die Musik ist hier irgendwie so witzig. Ja, mach's braufest. Fremdlinge sind eine willkommene Überraschung. Großer Hunger im Grollwinkel. Hey, seid ihr auf der Suche nach einer köstlichen Mahlzeit? Würdet ihr dafür durch den Schlamm warten? Geht zu Dolena, sie wird euch weiterhelfen. Macht euch aber nicht die Mühe, sie zu überreden, den Grollwinkel zu verlassen. Glaubt mir, wir haben es alle versucht. Warum jemand die Sicherheit des Lichts für so etwas verlässt? Sie scheint aber gut zurechtzukommen. Behaltet die Dämmertürme im Auge. Ja, das ist doch die Hauptsache. Ich grüße euch, Fremdlinge. Licht aus! Seid immer vorbereitet. Ich bin Egor. Ich will die Lampenanzünder im Feld im Auge behalten und sehen, welche Gebiete in Heilsturz ihre Hilfe brauchen könnten. Der Dämmerturm in Wellhansgeltung ist vor ein paar Wochen dunkel geworden. Nachdem was in der Umgebung von Heilsturz passiert ist, liegt das wahrscheinlich an der steigenden Flut der Kobis. Die Lampenanzünder Tena und Amira, sind auf dem Weg dorthin. Aber das könnte mehr sein, als zwei Lampenanzünder zusammen schaffen können. Trefft ihr sie dort und helft ihnen, das Licht in Wellhansgeltung wiederherzustellen. Jo, und ich sehe es kommen, dass Xalatath einmal kommt, mit dem Finger schnippt und alle Lampen sind weg. Ja, das wird so passieren. Sein. So, was zuerst? Hoch oder runter? Oder nach rechts? Die Tiefe will ich jetzt nicht. Also dann ganz entweder ganz hoch da oder oben runter. Licht aus. Licht aus? Ja. Also dann Licht aus! Sonst beiß ich die Lampe ab hier! Bitte was? Zitat aus Wenne. Flip. Guten Tag. Auf uns ruht alle Hoffnung. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Tena und das ist Mira. Der Dämmerturm in Wellhansgeltung ist vor einer Weile dunkel geworden und bei all dem, was passiert ist, sind wir erst jetzt angekommen, um zu helfen. Wir haben ein wenig ausgekundschaftet und wie es aussieht, ist die Gegend von Kobis überrannt. Ich vermute, Wellhan hat sich dort verkrochen, anstatt sie zu bekämpfen. Wie gut für sein Volk, dass wir hier sind und es noch besser und es ist noch besser, dass ihr dabei Wandelt seid im und Licht. Helfen. Oh mein Gott. Hilfe! Ich kann ganz vorlesen. Moment. Mein Speck sortieren. Alles steht und fällt mit der Führung. Unter einem guten Anführer kann eine Einheit nahezu alles erreichen. Ein schlechter Anführer dagegen sorgt für Chaos und der Erfolg rückt in die weite Ferne. Ich habe das schon selbst erlebt. Ohne Anführer bricht die Belagerung der Kobis wie eine Welle, was uns die Arbeit hier erleichtert. Ich konnte drei Kobis ausmachen, die dem Rest Anweisungen zu geben scheinen. Ich werde ihren Aufenthaltsort auf eurer Karte markieren. Schaltet sie aus, damit wir Wellhansgeltung mehr Unterstützung geben können. Findet Glück im Licht der Flamme. Ich grüße euch, Fremdling. Bleibt wachsam. Käfige in Flammen. Als wir vor eurer Ankunft die Gegend erkundet haben, haben wir eine Menge Käfige um Wellhansgeltung herum gesehen. Die Kobis halten darin für gewöhnlich ihre Opfer gefangen, bis sie sie für eine rituelle Opferung benötigen. Bei diesen Opferungen geschehen allerlei andere finstere Dinge, nicht zuletzt das Verspeisen der Opfer. Wir werden das nicht zulassen. Nehmt meine Fackel an euch und zerstört die Käfige, damit niemand aus Wellhansgeltung dieses Schicksal ereilt. Hütet euch vor den Schatten. Lesen ist gerade nicht mehr so mein Ding, ne? Ich glaube, heute sollten wir wirklich nicht mehr spielen und aufnehmen.
Hat sich jetzt alles so doof gezogen irgendwie. Ja. Okay. Oh nein, ich hab schon wieder. Collect me spastet schon wieder rum. Okay. Moment. Ich hasse Leore so sehr. Tust du nicht. Tu ich wohl. Tust du nicht. Das pass mal auf, jetzt spinnt die ganze Scheiße nonstop bei allen von diesen Scheiß-Icons. Ja, Gewalt. Ich mag keine Gewalt. Was willst du mit Gewalt? Der Gegner ist auf mich zu. Gewalt! Ach, du bist auch angegriffen. Ich lade gerade das Spiel übrigens neu. Oh. Aua. Und krieg aufs Maul. Ja. Geh weg. Doofes Vieh. Ja, jetzt geht's wieder. Gewalt! Ein Scharfzahn. Sind wir jetzt hier bei Littlefoot oder was? Achtung, Achso, das war ein Boss. Okay, Westboss. Ja, jetzt brauchen wir noch zwei andere. Wo auch immer die sein mögen. Hier schon mal nicht. Komm rauf da. Da unten ist noch was. Da. Schlappflosse. Borstenkamm. Aua. Aua. Das sind die neuen Murlocs. Ja. In groß. Haben einer Pulika geschluckt. Mhm. Und da kommen Freunde von dem. Freunde, die schnell tot sind. Mhm. Flupp. So, ich brauche noch zwei Käfige. Oh. Käfige. Ich habe noch Fige gehört. Ich muss Fige. Da gefallen mir die Murloc-Sounds immer besser. Ja. So fertig. Falsche Richtung. Nö. Doch. Nö. Oh, das ist ein anderes Ding. Aua! Aua! Was tut denn da so weh? Hallo? Kannst du... Darf ich mal? Aua. Was ist das denn? Und das für ein Scheiß eben. Doch, gerade noch war so. Elegant. Hauptsache, ich lande drauf. Auch Anführerbluten. Ausgezeichnet. Damit wird das Kräfteverhältnis etwas ausgeglichener. Zumindest was die Führung angeht. Sie sind uns zahlenmäßig sind immer noch gewaltig überlegen, aber eins nach dem anderen. Was hast du gerade vor? Mögen die Schatten vorüberziehen. Ach, da. Da. Verzweifelt nicht. Die Schatten spüren. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Ohne ihre Käfige können die Kobis keine Gefangenen machen.
keine Gefangenen bedeutet keine üblen Rituale. Und wenn wir diese verhindern, haben wir eine viel bessere Chance, die Menschen in Velhans Geltung zu retten. Wenn sich der Stern verschiebt, sucht Schutz. Emotionale Spitze. Was auch immer zwischen Tena und Velhan in der Vergangenheit vorgefallen sein mag, unsere Aufgabe ist es, um die Leute hier bei Velhans Geltung zu kümmern. Könnt ihr bitte bei den hier wohlhabenden Familien vorbeisehen? Vorbeisehen, ja. Sagt ihnen, dass wir hier sind, um zu helfen. Fragt, wie es ihnen geht oder ob sie etwas brauchen. Und garantiert ihnen, dass die Lampenanzünder die Kobis zurücktreiben werden. Mögen die Schatten vorüberziehen. Annehmen und let's go. Ja, erst in der nächsten Folge, um 36 Minuten. Also. Okay. Dann danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi.